Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Let's Play Warlords Battlecry 3. Ja, ich habe mir jetzt gedacht, ich mache mal eine kurze Pause vom Siedlern und spiele ein anderes, etwas veraltetes Spiel. Ich habe es mal ein bisschen ausprobiert. Warlords Battlecry 2 habe ich damals gesuchtet ohne Ende und mir ist aufgefallen, es ist eigentlich gar kein großer Unterschied zwischen einem 3er und einem 2er. Ich werde jetzt hier aber trotzdem einfach ganz von vorne anfangen und ich fange mal mit einem kleinen Gefecht an, um mir einen neuen Helden zu basteln und dem zumindest mal ein bis zwei Level zu geben. Okay, der Held heißt natürlich Pyro 1992 und was für eine Rasse ich nehme, das ist schwierig. Ich habe mich mit diesem Schwarm, also die Rassen bis zu den Dämonen gab es ja schon im zweiten Teil, Ritter, Zwerge und tote Barbaren, Minotauren, Orks, Hochelfen, Waldelfen, Dunkelelfen, Feen, Dunkelzwerge und Dämonen. Da sind jetzt vier neue Rassen dazugekommen, Kaiserliche, Raffi, der Schwarm und Pestfürsten. Die einzigen davon, wo ich jetzt bisher ausprobiert habe, war der Schwarm und fand das eigentlich schon ziemlich cool, wenn ich ehrlich bin. Meine Favoriten im zweiten Teil waren die Untoten. Einfach. Ja. Haben mir gefallen. Dämonen fand ich auch immer sehr cool. Dämonen waren halt immer ein bisschen langsam und teuer. Also jetzt gucken wir erstmal, was ich denn haben will. Also was für eine Klasse. Ich habe mir überlegt, entweder ein Häuptling. Also es gibt zwei verschiedene Dinge, die man hier machen kann. Entweder einen wirklichen. Ihr drei, entweder ein Kämpfer, ein Supporter oder ein Magier. Magier haben mir nie so wirklich gefallen im zweiten Teil. Supporter fand ich immer relativ praktisch, aber persönlich war ich immer eher auf dem Kämpfer-Zweig. Ja, jetzt ist die Frage, ob ich tatsächlich einfach so einen Held mache, wie ich jetzt auch beim Ausprobieren benutzt habe. Ich glaube schon, das wäre ein Schwarm Meuchelmörder. Meuchelmörder. Schwarm. Oder ich nehme einen Häuptling. Häuptling wäre natürlich auch cool. Habe ich weniger Intelligenz, brauche ich eh nicht. Ich brauche Stärke, Geschicklichkeit als Kämpfer und Charisma, um so ein bisschen supporten zu können. Ich probiere einen Häuptling aus. Weiter bearbeiten. Okay, dieser Schwarm hat nur diesen einen Avatar als Held. Okay, habe ich nicht gewusst. Was nehmen wir denn da? Der sieht doch recht cool aus. Das hier wird mein Avatar. Kennwort brauche ich keinen. Was für eine Stimme haben wir denn da? Schließt euch meinen Armeen. Erwartet doch ihr Blut. Schrei lauter! Oh, jetzt hat sich da gerade irgendwas aufgehängt. Und ich weiß nicht was. Das ist natürlich sehr kacke. Ich glaube, ich muss hier einmal abbrechen. Okay, da sind wir auch schon wieder zurück. Ich habe nicht ganz herausgefunden, woran das lag. Aber ich mache jetzt hier einfach weiter. Das hört sich nett an. Gefällt mir nicht. Okay, brutaler Mann immer. So, wir spielen im Eisenmann-Modus, heißt wir bekommen doppelte Erfahrung, aber sie haben nur ein Leben. Wenn ihr Held fällt, ist das permanent. Macht das Ganze noch ein bisschen spannender, würde ich mal sagen. So, mal schauen, wie lange mein Held überlebt. Also, wir haben der Schwarm, Häuptling, Eisenmodus, also Iron Man, schon ein bisschen doof übersetzt. Und dann gehen wir einfach mal ins erste Gefecht. Das erste Gefecht nimmt einfach hier eine mittelschwere KI. Ich spiele mit dem Schwarm. Ja, nehmen wir eine mittlere App-Ebene. Keine Versorgungsstellen. Keine Tiere, brauchen wir nicht.
mittlere Ressourcen, viele Ressourcen, naja, gleich mal viele Ressourcen. Jetzt ist es ein bisschen doof mit dem Aufnahme-Overlay, weil ich jetzt hier nicht sehen kann, was da drin ist. Also ich habe hier Standard-Sieg, Standard, hier nicht Kampf der Titanen, machen wir Meuchelmord, das heißt, sobald der Held stirbt, ist Spiel vorbei. Das heißt, wenn mein Held stirbt, ist mein Held generell tot. Und dann macht das Let's Play auch keinen so großen Sinn mehr, dann würde ich einfach neu anfangen. Und wenn sein Held stirbt, ist das Spiel halt auch vorbei. So. Angezeigte Karte, nö. Machen wir verborgene Karte, da müssen wir ein bisschen scouten. Und jetzt viele Armeepunkte, immer denn so zum Anfang. Mach nur mal 4. 4 ist gut. 4 ist immer eine gute Zahl. So, mehr Regeln. Schwere Starttürme braucht man nicht. Zufälliges Wetter ist auch kacke. Aufgabe des Spiels vernichtet Seite. KI-Aufgabe des Spiels, also dass die KI aufgeben kann. Keine Gegenstände behalten. Nö. Der größte machen wir jetzt nicht. Spielgeschwindigkeit, Mittelpass und mehr Optionen. Ach nee, da war ich gerade drin. Regeln. Spielen wir ohne Horst. Horst ist doof. Keine Drachen. Schwierige Türme machen wir nicht. Keine Welle, keine Türme. Keine Türme. Scheiße. Okay, so. Passt schon. Durchschnittliche Ressourcen. Schwarm gegen zufällig. Gucken wir mal, wie ich mich so schlage. So, jetzt wählen wir zuerst einmal ein paar Einheiten aus. Ich nehme 2 Rieseneimagen, die benutzen wir zum Bauen, und 2 Wespen. Wespen fliegen kann ich wahrscheinlich gut zum Scouten mit. Okay, jetzt nochmal. Ich muss leider nochmal alles von vorne machen und habe jetzt vergessen, den Schwarm einzustellen. Das heißt, ich kämpfe jetzt, glaube ich, gerade mit den Menschen, wenn es mich nicht täuscht. Ich bin mir nicht sicher. Ja, Problem halt. Okay, du scoutest jetzt wieder. Ja, was heißt wieder? Ihr habt es ja noch gar nicht gesehen. Können Bauern nicht bauen? Das ist irgendwie... Ach nee, ich habe nur aus irgendeinem Grund jetzt die... Ach, das ist schon etwas kacke. Jetzt muss ich hier relativ blind spielen, weil ich hier werden meine... Taschen nicht angezeigt, und ich bin nicht so gut in dem Spiel, dass ich das alles auswendig können würde. So, fliegen wir jetzt einfach mal ein bisschen rum mit meinem Adler, einfach nur um zu scouten. Ich weiß jetzt auch gar nicht, was für ein Volk ich bin. Ich glaube Ritter. Aber ich bin mir nicht sicher. Könnte ja auch kaiserliche sein. Weil ich die ja noch gar nicht benutzt habe. Und ich weiß jetzt auch nicht unbedingt, was da wichtig ist bei denen. So. Goldschmied. Ne, Grobschmied. Bau von Rüstungen, Waffen. Okay. Kaserne. Kaserne klingt immer gut, da brauchen wir einfach direkt mal. Okay, nur eine. Kann ich hier jetzt Bauern machen? Ja, Bauern kosten Gold. Kampfgeschick plus 3 für Lanzenträger und Hellebardenträger. Okay. Ich brauche, wie es aussieht, erstmal Gold. Was brauche ich zum Tacken, um in den Action Tag zu gehen? Eisen und Stein. Was ist denn los? Okay, das heißt, ich schicke dich erstmal auf Eisen. Was habe ich hier? Lanzenträger, Hellebardenträger. Bogenschützen. Auch geil, dass die beiden den gleichen Hotkey haben. Was willst du? Dazu muss ich aber erst noch ein bisschen mehr bauen. Quartier, aber dazu muss ich erstmal abtacken. Das heißt, ich würde jetzt erstmal auf den Tech spielen. Und so, jetzt gucken wir mal weiter. Ich brauche Eisenminen, die sind wichtiger für mich. Hier haben wir noch eine Eisenmine. Da gucken, wenn ich hier reingehe, ob ich beide gleichzeitig.
mir holen kann. Und ich spiele gegen Minotauren. Okay. Nein. Hier ist ein Turm. Ich habe keinen Bock, jetzt schon in den Turm reinzufliegen und meinen Scout zu verlieren. Ich noch gar nicht die ganze Map kennen. Aber schon nahezu zumindest. Ja, ich hab, wie man sieht, auch vergessen, den Fokker vor anzumachen. Komm. Kann ich um die Türme rumfliegen? Hier das Hauptgebäude mal angreifen? Das Hauptgebäude zwar nicht, aber ich kann hier eine Arena angreifen, was schon mal sehr, sehr toll ist. Okay, ich habe jetzt genug, um zu tacken und dann Richtung Bogenschützen weiterzugehen. Diese Adler können Gebäude angreifen, machen zwar nicht so viel Schaden, ich glaube nur einen Schaden, aber dafür, was ganz praktisch ist, jetzt machen wir mal hier ein paar Pflanzenträger, dass ich zumindest ein bisschen Armee habe. So, 100%. Jetzt gehören mir die beiden und jetzt greife ich ihn einfach mal schön an. Nur damit er seine Umwandlung abbrechen muss. So, und hier haben wir den ersten Pflanzenträger. Ui, verdammt. Seine Umwandlung hat er abbrechen müssen. Ah, warte. Ich gehe hier hin und dann... Nein. Da machen wir das. Und jetzt hole ich mir erstmal. Und du beschützt meinen Helden. Und du ebenfalls. Wie sieht's aus? Bin ich getaggt? Ja, ich habe schon abgetaggt. Das heißt, ich brauche jetzt weitere Gebäude. Dafür brauche ich erstmal einen Mitarbeiter. Einen Arbeiter. Okay. Was soll ich machen? Nein, keine Türme bewegen. Warte. Was willst du? Hier, Gebäude errichten. Und zwar ein Quartier. Und dann ebenfalls Getreidespeicher möglichst einhalten. Einheitslimit und Einkommensboni. Okay. Hier bin ich. Schon warum gut. Auch? Ja, jetzt gehen wir noch ein bisschen mehr auf Gold zunächst einmal. Weil ich jetzt sehr bald auch ein paar Bogenschützen bauen will. Ah, ja, schade. Oh, die können Türme bauen. Nö, Spähposten, kein Turm. Okay, so, ich will meine... Oder was machen wir? Holen wir erstmal da unten. Nee, ich will mich gerade nicht auf den Kampf einlassen. Das heißt, ich hole mir die erstmal noch. Und danach gehe ich wieder hier hin. Hier bin ich. So, ich habe ein Quartier. Was kann ich hier machen? Söldner rekrutiert eine zufällige geringere Einheit einer anderen Rasse. Kann ihre Einheitslimit überschreiten. Okay. Sehr cool. Reichweite, Schaden auf Bogenschützen. Schwellen so sehr gegen eine andere. Okay, das ist auch cool. Brandpfeile, Pfeile versuchen. Zusätzlichen Feuerschaden können Feinde in Brand setzen. Das ist auch sehr, sehr cool. Aber jetzt gehen wir hier erstmal auf die Reichweite. Und jetzt werden Bogenschützen rausgeballert. So, was kosten mich Bogenschützen? Gold und Eisen. Das heißt, ich muss voll auf Gold und Eisen gehen. Und ich hole mir den nächsten Tag auch noch. Nur einmal natürlich. Was soll ich machen? Und ich habe hier jetzt auch noch den Kornspeicher. Was kann ich im Kornspeicher machen? Erhöht das Einkommen aus allen Minen. Das ist geil. Einheitslimit erhöhen ist auch sehr, sehr geil. Aber zunächst einmal will Was ich willst du? Mein Einkommen erhöhen. Ja. Und dann noch eine zweite Kaserne dazu bauen. Einfach nur, damit es ein bisschen fixer geht. Bereit.
schießen. Vorsicht. Und hier werden auch... Aber hier kommen noch ein paar Lanzenträger dazu. Also hier werden Nah- und Fernkämpfer geballert und hier nur Fernkämpfer. Dass ich einfach ein bisschen Meat Shield, wie man so schön sagt, hab. Jetzt habe ich bald den Action Tech erreicht. Fertig. Ah, hier habe ich ja noch einen. Ja. So, was kann ich mir im Action Tech eigentlich bauen? Schon gut. Was ist denn los? Habe ich mich verklickt. Scheune produziert Elefanten, Torbogen, verbessert die Moral und ermöglicht billige Söldner. Okay. Was machen wir da? Scheune, Elefanten, Elefantos, Torbogen, Elefantos, Torbogen, ich weiß nicht, Elefantos. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Torbogen, okay, für den Helibardenträger brauche ich einen Torbogen. Ihr dürft ihm helfen. Dann 5 Schaden oder Brandpfeil sparen. Glaube ich, spare tatsächlich erstmal kurz auf diesen Brandpfeil. Achtung! Schneller Marsch! Okay. Hier bin ich. Und dann da unten. Jetzt habe ich tatsächlich schon eine gewisse Armee. Ich muss hier, glaube ich, einmal umstellen. Das heißt, jetzt wird hier einmal kurz angegriffen, weil er jetzt doch noch nicht wirklich Armee hat. Und ihr beide dürft hier mit ran. Scheune, Elefanten. Kann ich nur einen machen, weil die echt teuer sind, wie es aussieht. Was willst du? Quartierbrandpfeil. Okay, ich habe kein Minenschild mehr davor. Achtung! Im Laufschritt, Marsch! Ziel anvisiert. Schneller Marsch! Habe ich eigentlich überhaupt irgendeinen Damage gedrückt? Also auf ihn nicht wirklich. Da ist einer, der schon ein bisschen angeschlagen ist. Schneller Marsch! Im Laufschritt, Marsch! Schneller Marsch! Machen wir mal so ein bisschen Hit and Run. Bereit zum Dienst. Kaiserliche Bogenschütze bereit zum Dienst. Das ist der Gemüse. Schneller Marsch! Hier bin ich! Im Laufschritt, Marsch! Schneller Marsch! Im Laufschritt, Marsch! Ziel! Um seine Armee mal ein bisschen kleiner zu halten. Ziel! Lanzenträger meldet sich im Ziel. Vorsicht! Ziel! So. Vorsicht! Ziel! Ziel anvisiert! Vorsicht! Schauen, ob wir den kleinen kriegen. Bereit zum Dienst. Ziel. Vorsicht. Ziel. Vorsicht. Ziel. Vorsicht. Okay. Kaiserlicher Bogenschütze bereit. Der ist schon verdammt stark. Sir, schneller Marsch. Sergei S. Sergei. Ah, es ist ja GS, nicht Shift S. So. Umwandeln. Es ist wichtig auch wirklich zu schauen, dass einem die Minen gehören. Und dazu muss man auch immer wieder probieren, den Gegner so ein bisschen ja, zu ärgern. Für Lanzenträger und Helibardiere. Ja, ich habe eigentlich keinen so wirklichen Bock auf Lanzenträger und Helibardiere. Helibardiere eventuell. Jetzt brauche ich mal schön deinen. Zack. Okay, Brandpfeil wird immer noch erforscht. Danach hole ich mir die Pfeilmacht noch und. Warum habe ich hier. Okay, nein. Schießen! Ziel. Lanzenträger meldet sich zum Dienst. Mal schauen, ob ich ihn niederkriege, ohne allzu viel zu verlieren. Okay. Und jetzt direkt wieder auf den Helden gehen.
Was ein bisschen schade ist. Ziel anvisiert. Zielt. Vorsicht. Schießen. Vorsicht. Zielt. Weg, 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 weg. Kaiserlicher Bogenschütze bereit zum Dienst. Kaiserlicher Bogenschütze bereit zum Dienst. Okay. Langsam habe ich eine gewisse Armee. Oh, dieser Elefant sieht schon geil aus. Ah, und ich bin Stufen aufgestiegen, was mir gerade relativ egal ist. Ich werde mich erst leveln. Im Laufschritt marsch! Schneller marsch! 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 Okay, jetzt scheine ich so langsam die Situation unter Kontrolle zu haben. Schneller marsch! Im Laufschritt marsch! Achtung! Okay, bereit! Kaiserlicher Bogenschütze, bereit! Im Laufschritt marsch! Vorsicht! Schießen! Vorsicht! Zielt! Hier bin ich! Schießen! Kaiserlicher Bogenschütze bereit! Schießen! Vorsicht! Zielt! Okay. Da unten kommt der Held wieder raus. So, ich habe jetzt einige Bauern, die nicht wissen, wohin. Ich brauche noch einen, Torbogen. Ach, scheiße, jetzt habe ich schon wieder. Gebäude bauen hier. Torbogen, habe ich den schon gebaut? Ich glaube nicht. So, hier haben wir 8 drin, hier haben wir erst 7 drin, da fehlt noch einer. Stein habe ich so gut wie gar nichts. Was soll ich machen? Hier geht jetzt mal auf Stein. Und hier ist meine zweite Armee. Die darf jetzt mal nach unten. Warum? Ich verstehe es nicht. STRG 2. Aber ich krieg die Armee nicht, wenn ich auf 2 drücke. Irgendwas funktioniert da gerade nicht so hundertprozentig. Alles bereit. Da macht ihn kaputt. Nicht hinter mir. Achtung. Es ist die Frage, ob diese Elefantos das können, was ich denke. Nämlich gut Gebäude kaputt machen. Fertig. Sir? Schneller Marsch! Ich warne euch. Achtung, kaiserliche Bogenschütze bereit. Kaiserliche Bogenschütze bereit. Zielt. Vorsicht. Zielt. Okay. Ja. Bereit. Vorsicht. Ihr dürft da oben jetzt mal schön mithelfen. Zielt. Da hoch. Achtung. Und ihr sollt mal. Elefantos geht mal runter Richtung. Türme. So, was kann dieser Torbogen jetzt eigentlich? Torbogen Moral. Kaiserlicher Nachlass auf Söldner 25%. Hier bin ich. Söldner habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Und glaube ich auch nicht, dass ich sie brauche, wenn ich ehrlich bin. Schon gut. Was soll ich machen? Hier kann ich bauen, okay. Bibliothek. Kaiserlicher Bogen. Ah, in der Bibliothek konnte man, glaube ich, ja, das sind, glaube ich, die Ritter. Und in der Bibliothek konnte man, hier bin ich. Was war's? Kaiserlicher Bogenschütze. So, jetzt gehen wir auf Helibardiere. Neben den Bogenschützen. Was ist denn los? Und bauen noch eine dritte Kaserne dazu. Schon gut. Ich tag mal gerade auf die Nummer 4. Mein Elefant, den hat direkt verrissen, also können Elefanten halt doch nicht das, was ich erwartet hätte. Schade. Ey! Wo ist denn mein Held? Jetzt kann's hier fett gekämpft werden. Hoffen wir mal. Okay, der hat abgebrochen. Ziel angefangen. Ziel. Vorsicht. Okay. Jetzt voll drauf. Mal schauen, ob ich den Held kaputt krieg. Ja, schön. Und jetzt muss mein eigener Held hier erstmal weg.
Ui, mit dem Brandpfeil machen die Bogenschützen gar nicht so wenig Schaden gegen Gebäude. Genau. Vorsicht. Damit. Dieser sollte ich das Spiel gewinnen. Jetzt holen wir hier kurz. Ziel. Vorsicht. Bereit. Schießen. Was auch immer der hat fallen lassen. Nein, du Trottel, du sollst nicht weglaufen. Du sollst hier erstmal holen, was der hat fallen lassen. Okay, Rüstung. Lebensverlust pro Treffer. Verstehe ich jetzt nicht ganz. Naturzauber will ich. Jetzt muss ich doch mal gucken, wenn ich den hier anlege, kann ich dann wirklich schon Naturzauber? Ach, tatsächlich. Wildgeist rufen. Ruft einen Wildgeist herbei, der dem Zauberkundigen dient. Okay, und wie mache ich das jetzt? Ach, ich habe nur 8 Mana. Also mache ich das gar nicht, offensichtlich. So. Make way, follow me. Ziel Komm. Anvisiert. Vorsicht. Mach bereit. Den kaputt. Voll einsatzbereit. So, jetzt mal kurz gucken. Pflanzenträger, Kampf 7, Kampf 12. Schaden 10, Schaden 25. Ja, Hellebardenträger sind schon ein bisschen besser. Minimal, würde ich mal sagen. So. Tacken wir mal noch auf Level 5 ab und holen hier ein bisschen extra Angriff. Und ihr dürft auch Hellebarden und Bogenschützen spammen. Dann holen wir uns noch ein bisschen extra Moral. Ah, okay. Gegner hat aufgegeben. Hat ja auch nur noch ein einzelnes Gebäude. Ja, auf die Mausoleen und die Schreine bin ich jetzt nicht eingegangen. Einfach nur, weil ich mit einem... ich gerade keinen Bock habe. Sieg! Zum Klicken... Jetzt gab es einen ganz kurzen Cut, weil jedes Mal, sobald ich in ein Spiel reingehe oder rausgehe, die Aufnahme automatisch abbricht. Normalerweise nehme ich über ein Programm auf, wäre es aber aus irgendeinem Grund mit dem Spiel Warlords hier nicht wirklich funktioniert und deswegen nehme ich gerade nur die automatische Windows 10 Aufnahme auf und ja, die ist etwas seltsam. Jetzt leveln wir noch ganz kurz unsere Helden und dann wird aber auch schon Schluss sein für dieses Mal. Okay, auf Stufe 4 bin ich aufgestiegen und was mache ich? Zunächst einmal will ich das 1 Handelsgeschick Nachlass, Moral, Befehlsradius, Gefolgeplätze. Kriege ich hier direkt mehr Gefäßradius? Nö. Nur ein Moral extra. Moral will ich noch nicht extra. Wobei, warte. 2, 3. Okay, ich müsste alles 4 auf Charisma hauen, dass ich plus 1 auf Gefäßradius kriege. Mache ich noch nicht. Ich will ein bisschen schneller umwandeln. Erstmal haben wir 3 auf Geschicklichkeit und 1 auf Charisma. Oder noch 1 auf Stärke. Noch ein bisschen extra Leben und ein bisschen extra Schaden drauf zu bringen. Nö, 1 auf Charisma. Ne, Stärke, passt schon. Wie viel extra Schaden hau ich denn raus eigentlich? 1 extra Schaden, 1 extra Kampfgeschick, 3 extra Leben. Ja, nimm mal 1 auf Stärke, das passt schon. Nö, 1 auf Charisma, so, entschieden. So, jetzt meine Fähigkeiten, die ich habe. Anführen, Lebenspunkte, plus 1 auf Moral für alle Seiten, nö. Wenn dann nur Schwarm. Wildheit, Kampfgeschick, plus 5 auf Erfahrung, Barbaren, Infanterie und Kavallerie, nö. Menschentöter, Totenbeschwörer, Rüstung ignorieren, das wird interessant. Bestienjäger plus 5 Schaden gegen Monster. Mächtiger Shark ab Level 25. Okay. Rüstung ignorieren ab Level 30.
Okay, ich mache jetzt 10, bis ich 10 auf Wildheit habe, dass mein Kampfgeschick erhöht wird. Und dann mache ich 10 auf Konstitution, dass ich mehr Leben habe. Und dann warte ich, bis ich mächtiger Schlag und Verstand ignorieren benutzen kann. Okay, ich mache jetzt erstmal, bis ich 10 auf Wildheit habe. Oder gleichmäßig 10 auf Wildheit und Konstitution. Dadurch werde ich ein bisschen mehr tanky und habe ein höheres Kampfgeschick. Gefällt mir. Okay. Was auch immer du kannst, weiß ich nicht. So, das war's dann auch mit der ersten Folge. Dann muss ich gleich mal gucken, wie ich das alles zusammenschneide. Und dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Und ich werde jetzt wahrscheinlich so ein paar Folgen davon aufnehmen und dann geht's auch wieder mit Siedler 2 weiter. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.